Das Zusammenspiel von emotionaler Ästhetik und erlebbarer Funktionalität bekommt ein neues Zuhause. Den BSH Co. Und hier ist er entstanden. Über mehrere Wochen planten Robert Gotschi, der Projektinitiator, und sein Team die Umgestaltung. Die Idee des Makerspace wurde geboren aus dem Bedarf verschiedener Markenorganisationen mit verschiedenen anderen Abteilungen des Unternehmens, in der frühen Phase zusammenzuarbeiten, in einer vorbereiteten Umgebung Dinge gemeinsam zu entwickeln, zu testen, zu verwerfen, neu zu machen, um die Entwicklungsgeschwindigkeit und Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen. Ich musste niemanden lange überzeugen, Mittel bereitzustellen, um zu sagen, ja, wir brauchen sowas. Es gab viel Commitment und viel Bereitschaft von 10 verschiedenen Bereichen, zu sagen, wir wollen sowas haben, wir wollen hier miteinander genauso arbeiten. Und daraus entstand eine Art Crowdfunding. Die Herausforderung war, aus einer klassischen Büroumgebung einen Raum zu schaffen, der die ganzen Anforderungen an agiles Arbeiten erfüllt. Dazu gehört Kommunikation, dazu gehört Transparenz, dazu gehört Austausch, dazu gehört Präsentation. Das heißt, wir mussten Wände niederreißen, wir mussten sicherstellen, dass das Layout des Raumes den Anforderungen an moderne Arbeitsmethoden gerecht wird. Der BSH Co. soll hohe Erwartungen erfüllen. Im Coworkspace sollen technische Lösungen für innovative Ideen interdisziplinär und synergetisch gefunden werden. Dabei ist die unmittelbare Nähe zur voll ausgestatteten Prototyping-Fachabteilung mit allen erdenklichen technischen Gerätschaften, wie zum Beispiel Additive High-End-Fertigungsverfahren, von großem Vorteil. Einzigartig ist der Makerspace, weil wir Produkte sehr schnell in einfachen Kontext visuell darstellen können, physisch über Low-Fidelity-Modellbau. Dazu ist die Umgebung da, dazu gibt es die Werkstatt, aber auch gleichzeitig virtuell. Das heißt, wir können auch die gesamten Entstehungsprozess, den wir heute in klassischen Produktentwicklung haben, auch in dem Makerspace nachbilden. Es ist uns an unseren derzeitigen Standorten nicht oder nur bedingt möglich, dass Teams über einen längeren Zeitraum zusammenkommen und Dinge ausprobieren können. Und das hier ist der Ort, von dem wir uns erhoffen, dass das hier der Fall sein wird. We have the possibility to work hands-on on paper prototypes to come to a really good solution, and it's also the possibility to build, change, modify, show and rebuild. Hier bringt man also nicht mit viel Aufwand eine Küche in ein UX-Lab, sondern mit wenig Aufwand ein UX-Lab in eine Küche. BSH Co. Hier beginnt die Zukunft. Ich erwarte mir vom Makerspace eine absolute Bereicherung. Bereicherung für die Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen und Bereichen, aber auch was die Themen angeht, die man hier diskutieren kann. Ich glaube, dass hier ganz tolle Sachen entstehen können. Vom Makerspace erwarte ich mir, dass wir diese starre Büroatmosphäre, die wir zum Teil heute haben, hier auflösen können, in einer lockeren Atmosphäre zusammenarbeiten können, interdisziplinär an Themen, die sowieso für alle im Raum stehen. Alle sind bereit und willig, hier mit einzuzahlen und eine neue Kultur zu etablieren und diesen Makerspace für die BSH als einzigartige Begegnungs- und Entwicklungsstätte zu etablieren.